Großbritannien möchte die Passagierrechte stärken. All-Arcor Silber Fast Track. IHG Promotion startet morgen auch mit einer Art Fast Track. Und dann eine spannende Sache in Australien. Man will die Einreise sogar wieder vor Ostern erlauben. Geschäftlich und privat. Willkommen zu Frequent Traveler TV Takeoff. In der heutigen Sendung könnt ihr natürlich auch gerne den Kanal abonnieren. Aber wenn ihr es nicht wollt, gebe ich einfach den Abonnierbefehl, dann müsst ihr ihn abonnieren. Alle, die ihn abonniert haben, danke, dass ihr es getan habt. Die ihn abonnieren wollt, auch danke. Aber vergesst bitte nicht, die Glocke anzumachen und ganz, ganz wichtig, Beitrag liken, damit der Algorithmus uns lieber hat und wir weiter wachsen können. Auch ganz, ganz wichtig, kommentiert, so wie viele das tun. Ich bin voller Dankbarkeit, dass ihr das tut, weil der Austausch mit euch gerade das Spannende ist. Und auch wenn ich was vielleicht nicht richtig gesagt habe oder wenn ihr Informationen habt, die noch weitergehend sind als die wir hier oder die ich hier euch gebe, dann sind die natürlich herzlich willkommen. Auch gerne nochmal per WhatsApp, Telegram oder wie auch immer. England, Großbritannien aus der EU ausgetreten, möchten die Passagierrechte stärken. Warum nehme ich das Thema heute auf? Ganz einfach deshalb, weil es in der EU-Bestrebungen gibt, die Passagierrechte zu reduzieren. Aber da sieht man mal an England, wie man mal vorne dabei sein kann. Nicht nur, dass man die Maskenpflicht wegnimmt, sondern ganz einfach auch jetzt gar die Passagierrechte verbessert. Und der Transport Secretary hat gesagt, er möchte den Leuten die Möglichkeit geben, einfachere Gerechtigkeit zu bekommen gegen unfaire Praktiken der Fluggesellschaften. Und wenn man die EU für etwas loben kann, dann ist es Passagierrecht im Moment. Wenn sie aber geändert wären, wäre es halt doof. Und die Briten sagen, nein, wir wollen da noch ein bisschen was ändern. Wir wollen das fairer machen, wir wollen es einfacher machen. Und wir möchten das so machen, dass man für die Leute den Weg zur Kompensation einfacher macht. Also wenn man eine Verspätung hat oder wenn der Flug gestrichen worden ist, dann kann man im Moment natürlich unter der 261/214 oder halt EU 261 EU-Direktive, glaube ich, heißt das, oder Union Regulation, das machen. Und da kann man halt einfach schauen. Aber man möchte jetzt einfach ein Proposal machen, wie man diese neuen Rechte in England, ja, wie man sie einfach strategisch besser macht. Das heißt also, dass es eine Kompensation gibt. Im ersten Schritt ist es wahrscheinlich mehr für innerenglische Flüge. Und man möchte das auch basierend machen auf dem jetzigen Kompensationsmodell, was man für Bahnreisende kennt, aber auch für Schiffsreisende. Das macht ja auch Sinn in England mit dem Schiff, weil die Insel, wenn man da rumfährt. Ja, auf jeden Fall sagt man, dass man die Leute da nicht nur kompensieren will für die Verspätung oder für Streichung, sondern aber auch, weil es öfter vorgekommen ist, dass Leute, die auf Rollstühle angewiesen sind oder auf diese, ich nenne es immer ein bisschen AOK-Shopper, also diese Scooter-Dinger, hat man da jetzt halt einfach gesagt, dass man die Fluggesellschaften an den Reparaturkosten beteiligen muss von diesem Equipment. Warum? Ganz einfach, weil wenn das Gerät kaputt ist und während es kaputt gemacht wird in deren Bereich, das heißt, wenn sie sich darum kümmern müssen, dann wäre das natürlich schön, wenn sie es täten, aber das tun sie im Moment nicht. Und dann kann man natürlich gucken, wo können die Passagiere profitieren. Das heißt also, wenn ein Flug verspätet ist und da möchte man einfach gucken, wie lang der Flug ist. Und das würde dann natürlich diese Geschichte mit den 3 Stunden und so weiter entfernungsmäßig, würde das dann das Ganze reduzieren. Weil wenn man guckt, man kann ja zwischen 250 und 600 Euro bekommen, je nach Länge der Strecke. Also man möchte es ändern, dass man zum Beispiel 25% des Ticketpreises für eine Verspätung, die eine Stunde, aber weniger als 2 Stunden ist. 50% vom Ticketpreis für eine Verspätung, die über 2 Stunden ist, aber weniger als 3 Stunden ist. Und wenn die Verspätung mehr als 3 Stunden ist, 100% vom Ticket. Finde ich sogar spannender, weil natürlich, wenn man so ein Economy-Class-Ticket sieht und man kriegt 600 Euro, das klingt natürlich viel. Aber wenn man ein First-Class-Ticket hat oder ein Business-Class-Ticket, wenn man es jetzt auch international sieht, dann wäre das schon was anderes. Und das finde ich eigentlich auch fairer, weil die Fluggesellschaften dann natürlich
mehr Incentive haben zu sagen, vielleicht sind wir doch mal pünktlich oder wir haben eine Ersatzmaschine oder es rechnet sich einfach mal auch einen Flug durchzuführen, weil die Strafen höher ist. Also, wenn ein Passagier für 3 oder mehr Stunden verspätet ist, dann bekommt man halt eine Kompensation. Aber da es in England halt diese ganzen Strecken, die sind nicht lang genug, um diese Kompensation zu bekommen. Deshalb hat man da jetzt einfach diesen Weg gewählt. Ich finde das eine interessante Geschichte. Es ist natürlich doof, wenn man so ein Budget-Airline ist, aber wer billig fliegt, kriegt halt nur billig. So ist das im Leben. Und das ist vielleicht ein Vorteil für die Low-Cost-Carrier. Aber ich denke mal ganz einfach, ich finde es einen interessanten Ansatz. Lasst mich doch einfach wissen, was ihr dazu denkt, was die Engländer da machen. Und ob ihr da in irgendeiner Art und Weise sagt, hey, das wäre eine coole Sache, das sollten wir auch mal einführen in Europa, aber dann auch knallhart für Themen, aber auch knallharte Ausnahmen. Also wenn zum Beispiel Wetter, wenn wir dieses Wetter haben, und ich werde euch gleich mal ein Beispiel noch bringen mit Norwegen, dann ist es in meinen Augen fairer und gerechter für beide Seiten. Aber Kommentare unten. Australien. Man muss nicht nur Tennisspieler sein, um in Australien rausgeschmissen werden, sondern normalerweise kam da keiner rein. Passagiere waren auf den Flügen selten. Fluggesellschaften haben Crew teilweise in Quarantäne verloren. Aber auch nach Neuseeland hat man ja so eine Art Bubble versucht, aber das hat auch nicht geklappt. Und ganz, ganz spannend war natürlich auch dieser Travel Ban für Australier selber. Die kamen gar nicht raus, weil wir kamen ja auch nicht rein. Also das heißt, auch viele Australier waren gestrandet außerhalb Australiens, weil sie konnten halt diese Termine in diesen, soll man es, ich hätte es fast gesagt, Gulag, in den staatlich kontrollierten Covid-Quarantänestellen nicht bekommen, weil die halt natürlich komplett ausgelastet waren. Und Anfang des Jahres gab es dann halt, schon Ende letzten Jahres, so war es, gab es dann erst die Möglichkeit ab Herbst, dass man eine Erlaubnis bekommen hat, Australien zu verlassen und dann auch eventuell zurückzukommen. Also insofern hat man jetzt halt gesehen, dass diese Delta-Variante und dass die Omikron-Variante zwar in Australien angekommen ist, aber es ist halt so, dass die Bevölkerung dort auch sehr, sehr stark geimpft ist. Ich glaube, 83% oder sowas, also relativ hoch. Aber man hat jetzt halt festgestellt, dass man das vor Ostern aufmachen möchte. Warum? Ganz einfach, weil der Premierminister hat 2 Dinge verstanden. Und zwar das eine ist, die Krankenhäuser sind nicht überfüllt mit Omikron. Und man geht auch davon aus, dass das mit Omikron nicht passiert. Und das andere ist, dass man halt einfach mit anderen Ländern heraus da halt auch wieder gucken möchte, dass man Familienmitglieder zusammenbekommt, dass man halt einfach da eine Art Kontrolle hat. Und diese Kontrolle soll vor Ostern passieren, damit Leute halt auch wieder ihre Familien sehen können. Man hat also eingesehen, dass einmal diese Zero-Covid-Strategie natürlich nicht funktioniert, aber auch, dass man den Virus nicht draußen halten kann. Was haltet ihr davon? Freut ihr euch, dass Australien aufmacht für Geschäftsreisen und Privatleute? Wobei natürlich, und das ist halt ein Thema, ein Bekannter von mir hat mir erzählt, der in Sydney ist. In Sydney, Restaurants sind offen, aber außerhalb von Sydney ist nicht wirklich. Und man kann auch nur ins Restaurant gehen, wenn man diesen australischen Covid-Pass hat. Und das ist natürlich ein relatives Problem für uns als Ausländer. Aber ein wunderschönes Land. Kommentarspalte für euch, beide Hände, ich weiß. Jetzt kommt das Thema Norwegen, was ich euch eben versprochen hatte schon. Und zwar, was passiert, wenn ein Airspace, also ein Luftraum, geschlossen wird und dann natürlich Verspätung verursacht? Ist dann eine Kompensation fällig oder nicht? Weil was war passiert? Weil der ganze Traffic von Sola und nach Flesland ist das, was um Bergen, glaube ich, rum ist. Und Sola, muss ich ehrlicherweise gar nicht, weiß ich jetzt gar nicht. Da war der Kontrolltower in Sola, war beschädigt worden durch das Wetter, durch den Sturm. Und es hat 1,5 Stunden gedauert, bis das Problem gelöst werden konnte. Ich weiß nicht, welche Art Beschädigung das war. Und Avinor, das ist diese Flughafengesellschaft, also Aviation Norway wahrscheinlich, würde das Sinn machen. Avinor ist auf jeden Fall die Firma, die die Flughäfen betreibt. Und die haben halt das Problem mit dem Center in Sola gehabt. Und das hat einfach bedeutet, dass die ganzen Flugzeuge, die im westlichen Teil von Norwegen unterwegs waren,
gestoppt werden musste, weil es keine Kontrolle mehr gab. Und das ist Samstagnacht passiert. Und am Sonntag sind die Flughäfen Stavanger, ich denke mal, Sola ist vielleicht an Stavanger, und Bergen geschlossen worden für alle Verkehre. Und Avinor hat gesagt, dass das Netzwerkproblem jetzt gelöst ist und dass die Airspaces auch wieder offen sind. Also insofern sind auch einige Flüge ausgefallen. Es sind aber meistens Flüge ausgefallen von, eigentlich alle, die ich hier gerade sehe, sind ausgefallen, die von Norwegian waren. Also Las Palmas, Ålesund, Alicante, Stavanger, Las Palmas, Stavanger, Las Palmas, Bergen. Las Palmas, Bergen sogar zweimal. Und Haugesund, keine Ahnung, wo das ist. Hört sich aber interessant an, Haugesund. Also ist jedenfalls, und dann sind natürlich ein paar SAS-Flüge von Oslo nach Stavanger storniert worden, beziehungsweise sind dann wieder umgedreht, weil sie es halt nicht geschafft haben. Also insofern, das wäre doch ein Thema, wo man keine Kompensation geben sollte, in meinen Augen. Was denkt ihr? Wer von euch bei Accor übernachtet, also diese All-Geschichte von Accor machen möchte, kann im Moment mit 5 Nächten zum Silberstatus kommen. Das ist eine Promotion, die, ich weiß nicht, ob sie so prickelnd ist, aber sie ist schon okay. Man muss sich halt einfach registrieren bis zum 20.03. Der Reisezeitraum ist bis zum 1.05. Und man ist einfach, wenn man einfaches Mitglied ist, das heißt also, wer den Status schon hat, kann es nicht bekommen, bekommt man den niedrigsten Statuslevel schneller. Heißt also, als Silberstatus bekommt man nach fünf Nächten diesen Status. Und in der Zeit wird halt die Anzahl der Statusnächte nicht reduziert. Man bekommt, so wie es viele Programme ja machen, einfach einen Bonus in Höhe von 5 Nächten. Das heißt also, ihr bekommt dann die 5 Nächte drauf, dann habt ihr 10 Nächte. Also das heißt also, eine reguläre Statusnacht plus 5 weitere Nächte, da der Silberstatus natürlich 10 Nächte voraussetzt. Macht ja Sinn, ne? Und um diesen Status zu behalten, müsst ihr einfach Mitglied sein, müsst euch halt anmelden, wie ich das gesagt habe, die 5 Nächte machen. Und normalerweise, wenn ihr den Status bekommen wollt, braucht ihr halt 10 Nächte oder einen Umsatz von 800 Euro. Gold 30 Übernachtungen, 2.800 Euro, Platin 60 Nächte, 5.600 Euro. Und wer den höchsten Status haben will, Diamond, der braucht einfach nur 10.400 Euro Umsatz, weil da gibt es keine Nächte. Also einfach ein Geldprogramm. Ja, also meldet euch über die Seite an und dann könnt ihr damit dann auch profitieren. Wichtig sind natürlich wie immer, dass die Nächte bei Accor selber gebucht werden und nicht über irgendein Online-Reisebüro oder irgendeinen anderen Kanal. Also insofern schauen wir einfach mal, was da ist. Also VIP-Empfang, eigener Check-in für Schalterkunden, Late-Check-out und so weiter, das sind halt die klassischen. Aber ihr müsst natürlich wissen, dass das ein Basisstatus ist oder ein unterer Status ist. Dann gibt es noch eine kleine Erinnerung von mir. Ich hatte ja zu dieser IHG Rewards, die im Englischen ja Double Award and Light Qualifying Points Promotion heißt, im Deutschen heißt die ganze Geschichte unlimitierte Nächte oder sowas, zweimal unlimitierte Nächte oder sowas, also was ganz Merkwürdiges. Aber da gibt es halt dann die Möglichkeit, dass man doppelte Nächte genauso da bekommt, aber da gibt es einen großen Unterschied. Und zwar der Unterschied ist halt einfach, ihr braucht normalerweise als Gold Elite 10 Nächte, denkt aber dran, dass ihr in der neuen Promotion in dieser Promotion nur 10 Nächte braucht, also Reihe 5, weil die alten Regeln gelten, weil es kommen die neuen Regeln. Und ich möchte halt einfach dran erinnern, dass man da einfach dann von profitieren kann. Wer von euch schon einen Status hat, profitiert nämlich auch. Wenn man zum Beispiel 10.000 Basispunkte bekommt, bekommt natürlich dann nochmal 10.000, weil er eine 100%ige Bonus kriegt, nochmal dann 20.000 on top. Das heißt also, ihr habt damit dann natürlich 20.000 qualifizierende Punkte und seid mit den Punkten vielleicht sogar schneller beim Status als vorher. Im Moment heißt es, ihr braucht für Gold 10.000 Punkte, für Platin braucht ihr 40.000 und 75.000 für Spire nochmal, das sind jetzt 55.000, also sind reduzierte Werte. Deshalb also da nochmal gucken, bin jetzt nicht ganz firm, weil ich bin Spire, ich habe die 55.000 Punkte im Visier. Also insofern denkt daran, dass die Aktion jetzt am 1. Februar startet.
dass ihr davon auch direkt dann profitieren könnt. Und ganz, ganz wichtig ist nochmal, es gibt halt diese neue Änderung ab dem 1. März. Das heißt also, dass ihr jetzt noch schnell im Februar den Status voll macht mit der Promotion, weil sonst gelten die neuen Bedingungen. Und da braucht der Spire anstatt die 55 jetzt reduziert, wären es 120. Platin braucht 60.000 anstatt 40.000 und 40.000 für den Gold. Und es gibt dann natürlich diesen neuen Silberstatus, wo ihr 10 Nächte braucht. Aber den könnt ihr ja noch nicht im Moment erschlafen. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Ich hätte fast, wie gesagt, Weekend Update. Ich weiß gar nicht warum. War gar kein Weekend Update, sondern es war Takeoff. Und am Ende, wie immer, Abonnierbefehl. Danke, dass ihr heute dabei wart. Abonniert den Kanal, Glocke an, Like, weil ihr habt es ja bis zum Ende durchgehalten. Und kommentieren. Danke und bis bald.